Hallo, hier sind wieder Karl und Carla. Von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Heute geht es um das Thema Grillen. Du, Karl? Ja, Carla. Ich hätte mal wieder richtig Lust zum Grillen. Hast du Lust, mit mir mal heute Abend zu grillen? Oh ja, sehr gerne sogar. Aber weißt du denn, was du beim Grillen alles beachten musst? Nein, nicht wirklich. Vielleicht kannst du es mir aber erklären. Ja, sehr gerne. Ganz wichtig ist es, dass man am Anfang die Holzkohle immer richtig gut durchglühen lässt, bevor man mit dem Grillen anfängt. Denn der Rauch im offenen Feuer enthält sehr viel Pack, was sehr gefährlich ist. Aha, das wusste ich nicht. Am besten verwendet man einen Schwenkgrill bzw. einen Grill mit seitlichen Feuerstellen, da hier das Fett nicht direkt in die Glut tropfen kann, beziehungsweise das Grillgut auf Dauer nicht mit den Flammen in Berührung kommt. Ah, das klingt logisch. Geräuchertes und gepökeltes Fleisch sollte man auf keinen Fall grillen. Was ist denn geräuchertes und gepökeltes Fleisch? Darunter fallen Kassler, Bockwürste, Wiener Würstchen, Fleischwurst, Kotelett, Speck, auch Leberkäse, natürlich Schinken, Salami und so weiter. Diese Sachen werden mit Nitrit, Pökelsalz in der Verarbeitung konserviert. Oh, das klingt ja richtig gefährlich. Nein, gefährlich ist das nicht, aber man sollte diese Sachen nicht grillen. Warum denn nicht? Ganz einfach. Wenn man diese Lebensmittel nun auf den Grill legt, reagieren die Eiweißstoffe im Fleisch bzw. der Wurst mit dem Nitrit und es entstehen dabei krebserregende Nitrosamine. Diese schädigen auch die Leber sowie das Erbgut. Oh Gott, ich habe schon öfters mal Bockwürste auf den Grill gelegt. Und was sollte man denn dann grillen? Naja, Sachen wie Weißwürste, Gelbwürste, also Bratwürste und so weiter, Nackenkoteletts, Hackfleisch, Rinderhiftsteaks und so weiter. Das alles kann man auf den Grill legen. Oh, okay, das ist ja auch sehr nett und schmeckt sehr gut. Gibt es denn sonst noch etwas zu beachten? Ja, grundsätzlich ist darauf zu achten, dass man das Fleisch nicht zu heiß anbrät. Man sollte nie Temperaturen von 130 Grad übersteigen und das Grillgut nie verkohlen lassen. Oh. Auch das ist mir schon passiert, dass die Steaks dann manchmal sehr verkohlt waren. Das ist nicht gut. Das solltest du versuchen zu vermeiden. Du solltest verbrannte Stellen immer großzügig abschneiden, da diese hohe Anteile an heterozyklischen Aminen enthalten. Okay, du weißt ja wirklich viel über das Grillen. Ich danke dir erstmal und hoffe, dass wir heute Abend dann ein schönes Grillfest haben. Ja, da freue ich mich auch sehr darauf. Bis später. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen, abonniert unseren Kanal und schreibt uns in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, probiert es einfach aus und haltet euch ein bisschen an die Regeln beim Grillen. Bis dann. Tschüss.